So, moin moin. Hier ist Erik von St. Pauli. Nu, und wir haben den Tag nach Duisburg. Ein Tag, an den ich mich erinnere, als der Tag, an dem der FC St. Pauli zum Spitzenteam gereift ist, hätte ich fast gesagt, nein, keine Angst. Ganz so schlimm ist es nicht, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass der FC St. Pauli eigentlich dieses Spiel hätte verlieren müssen. Dass wir immer gegen Vereine verlieren, die einen neuen Trainer haben und jetzt mal so richtig Lust haben, den Zecken einen einzuschenken. Dass wir immer dann, wenn wir auf einen Aufstiegsplatz springen können, dass wir immer dann verlieren, und zwar die nächsten drei Spiele in Folge. Und das hätte gestern und am Montag auch durchaus passieren können. Dann wäre es wieder mal in St. Pauli gewesen, also 60, 70 Minuten überlegen sein, aber kein Tor schießen und dann durch einen dusseligen Elfmeter, der noch nicht mal eindeutig ist, 0-1 in Rückstand geraten. Das wäre mal in St. Pauli gewesen, ist aber nicht passiert, sondern wir haben ein mal wieder gesehen, dass wir den Sieg von der Bank einwechseln können. Und das ist jetzt kein Zufall mehr, kein Glück, sondern das scheint tatsächlich eine Eigenschaft von St. Pauli zu sein, die, wenn ich jetzt unser Gegner wäre, mir einen Heidenrespekt abverlangen würde im Sinne von Scheiße. Selbst wenn wir es durchhalten, bis zur 80. Minute 0-0 zu spielen, kommen da am Ende noch zwei frische Jungs, die den Unterschied machen und uns einen einschenken. Das wird und kann tatsächlich der Punkt sein, bei dem man jetzt so einen Drive hat, auf eine Welle surft, wie hätten das mal noch gesagt? Ah ja, Sami Alagui nach dem Spiel hat gesagt, wir surfen auf einer Welle, und genauso ist es auch. Wenn wir sozusagen das Gleichgewicht behalten und das tatsächlich immer noch so weiter ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass den Kielern dann so ab der 80. Minute tatsächlich so ein bisschen der Stift geht und sie sagen, Scheiße. Egal wie es steht, da kommen vielleicht noch zwei, die sind für zwei Tore gut. Und schon fangen die Innenverteidiger bei der Einwechslung von Fehrmann und Sami Alagui an, mit den Knien zu wackeln. Also es ist tatsächlich eine abgefahrene Situation. Die Tapete unserer Auswärtsfahrerin in Duisburg fand ich auch super. St. Pauli-Fans gegen rechte Zebras ist eine hervorragende Antwort auf alles, was das Thema Anti-Antifa hat. Antifaschisten müssen, sollten, wollen sich artikulieren. Und Anti-Antifaschisten kann man auch ruhig mal mit einer großen Tapete entgegnen. Auch wenn ich die Tapete im Duisburg-Blog diesmal super fand. Mal sagen, die Choreo mit der Stadt der Brücken und dem Thema Brücken bauen und Menschen im Mittelmeer nicht ersaufen lassen, ist ja schon mal eine starke Ansage, Duisburg. Da in dem Sinne könnt ihr euch gerne weiterentwickeln, und dann würde ich mich auch freuen, auch mal wieder auswärts zu euch zu fahren. So, das war der kleine Zwischenruf von der Elbchaussee. Ich stehe nämlich hier gerade am Hafenrand und gucke auf die Elbe und musste einfach nochmal loswerden, wie wahnsinnig abgefahren ich das Ganze finde. Dass wir vor dem HSV stehen und dass wir glücklicherweise an Kautschinski festgehalten haben und nicht, wenn man den Gerüchten glauben kann, die Stühlesäger innerhalb des Vereins, die ihn dann irgendwie nicht so doll fanden, reüssiert haben. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Jungs, die verletzt waren und oder letzte Saison nicht so richtig performt haben, dass die jetzt von hinten drücken und Alternativen sind. Und da muss ich das St. Pauli Establishment so ein bisschen, ja, auch die Frage gefallen lassen,
ob sie diesen Mann einfach unterschätzen. Denn ich habe in Duisburg am Montag unter anderem auch mal wieder einstudierte Standards gesehen. Also die Ecke, bei der einer rausgerannt ist und dann abgekappt hat, und als die Jungs von Duisburg dann wieder zurückgetrabt sind, der nächste nochmal rausrennt, um die ganze Innenverteidigung in ihrer Sortierung durcheinander zu bringen. Das sah einstudiert aus. Und das sah auch gut aus. Sehr flüssig. Dann ist das auch kein Wunder, dass das Tor dann nach dem Standard fällt. Also muss ich sagen, St. Pauli kann im Moment Sachen, die konnte es vor einem Jahr noch nicht. Und der seitdem dafür verantwortlich ist, ist Kautschinski mit seinen Co-Trainern, und bin da sehr, sehr zufrieden. Der Kollege, mit dem ich mich letztens vor der Domschenke unterhalten habe, der ihm das fehlende Charisma abspricht, da muss ich jederzeit sagen, also lieber weniger Charisma. Also der Mann muss aus meiner Sicht überhaupt nicht, schon gar nicht bei Heimspielen, irgendwie die Kurve machen und alle klatschend begrüßen. Der darf auch konzentriert und in sich ruhend auf der Bank sitzen und sich überlegen, wen er denn einwechselt. Und er braucht auch nicht dann einzuwechseln, wenn ich und 30.000 andere das wollen, sondern wenn er das für richtig hält. Im Moment macht er das alles sehr hervorragend. So ein charismatisches Ego kann natürlich auch ganz, ganz viel verstopfen. Das fand ich schon damals bei Stanislavski, fand es bei Evan Lieden, und bin im Moment, muss ich sagen, rundum glücklich mit dem FC St. Pauli und würde mich echt freuen, wenn das die Krise der Saison gewesen wäre, diese drei Spiele, die drei verlorenen Spiele in Folge. Gleich am Anfang abwettern und dann sich gemütlich auf den Rest konzentrieren. Das wäre wirklich was Schönes. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wochenendspiel am Sonntag gegen Kiel. Ich habe Kieler zu Gast, den Hafenmeister aus Strande, und da freue ich mich extrem drüber, dass wir mal ein St. Pauli-Holstein-Spiel zusammen gucken können. In dem Sinne, bis später. Tschüssing, das ganze Stadion, das ganze Stadion. 19:10 St. Pauli verkratzt. Pop.